8.42 Uhr, liebe Freunde. Bin hier erfolgreich angekommen, ohne Kontrolle. Bei mir mit im Abteil 5 Mund-Nasenschutzverweigerer. Keine Kontrolle, trotz ständiger Durchsagen in der U-Bahn S2. Fahrt hat ungefähr 35 Minuten gedauert. Bisher sieht es noch nicht sehr belebt aus. Ich mache mal einen Rundschwenk hier um den Platz. Das im Hintergrund ist die amerikanische Botschaft. Und da hinten bin ich rausgekommen, da ist die U-Bahn-Station Brandenburger Tor. Das ist also der erste Schwenk hier vor dem Brandenburger Tor, Ostseite. Und hier ist die andere Seite, die Westseite des Brandenburger Tores. Auch hier mal ein kurzer Schwenk. Warte mal, Eva. Da hinten die Siegessäule. Berliner Polizei ist hier wohl die erste Vorhut, aber sonst sieht man nicht viele Polizisten hier vor Ort. Ein paar sind natürlich in den Seitenstraßen postiert, das ist klar, als Reserve. Kommen ja schließlich auch ein paar Leute hier zusammen. Lautsprecherwagen wird postiert. Jetzt kommt bestimmt eine Durchsage. Nun ist es kurz nach 9:30 und langsam füllt sich die Strecke hier. Und auf der anderen Seite des Brandenburger Tores ist nochmal so viel los. Bloß dort hat die Polizei eben aufgefordert, die Leute den Platz vorm Brandenburger Tor, den Pariser Platz, in Richtung Osten zu verlassen. Was das jetzt damit auf sich hat, weiß ich nicht. Heute gar nicht mehr durchs Brandenburger Tor und hier wird schon die erste Absperrung errichtet. Jetzt drängen sich die Leute hier. Natürlich, ich weiß nicht warum, die sich hier durchdrängen müssen durchs Brandenburger Tor. Das ist ja nun gerade nicht sinnvoll. Wie man da den Mindestabstand halten soll, weiß man auch nicht. So, hier sollen jetzt also die ganzen Leute durch dieses eine Tor vom Brandenburger Tor. Und das ist natürlich sehr sinnvoll, was die Hygienemaßnahmen betrifft. Denn hier den Mindestabstand zu halten, ist nicht gerade so einfach. Ihr seht, es ist schon ein bisschen voller hier. Bitte begeben Sie sich in Richtung Osten.
Zauberrate unter den Linden. Für die Ortsunkundigen, das ist die Richtung Brandenburger Tor. Wenn Sie von hier Richtung Osten gucken, sehen Sie den Fernsehturm von Brandenburger Tor aus. Und wenn Sie in diese Richtung gehen, kommt die Straße unter den Linden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Hier eine Deutschland-Performance. Vor der amerikanischen Botschaft jetzt eine kleine abgesonderte Demonstration. Der Pariser Platz ist nicht der Antreterplatz für Ihre Demonstration. Also bitte verlassen Sie den Pariser Platz in Richtung Osten, in Richtung Fernsehturm. Sieht so aus, als stünde hier eine Räumung unmittelbar bevor. Nochmal fragen, was jetzt passiert. Zu bewahrheiten, dass die Polizei hatte angekündigt, hier zügig zu räumen. Und es kann natürlich so durchaus zu einer Eskalation führen, was unglaublich ist. Die Leute sind hier friedlich, werden jetzt gespalten. Die eine Hälfte der Leute soll sich jetzt Richtung den unter den Linden begeben. Und die anderen stehen auf der anderen Seite des Brandenburger Tores. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war hier der Ansager von der Berliner Polizei. Mach mal die Klappe hoch. Ja? Ich glaube, wir haben uns schon irgendwie mal gesehen bei YouTube oder so. Kann das sein? Irgendein Kanal. Ja? Keine Ahnung, ich gucke das nicht. Nee. Ich bin so ein alter Mann. Für mich ist das Einzelkämpfer sozusagen hier. Naja, Einzelkämpfer kann man ja so nicht sagen. Wenn man sich hier bewegt, dann ist Einzelkämpfer ein bisschen paradox. Stimmt. Darf ich das veröffentlichen auf YouTube? Ja, wunderbar. Prima, danke schön. Das ist ja cool.
Ich muss mal sagen, wie zu DDR-Zeiten, das Brandenburger Tor ist wieder dicht. Gefährlich, das kann eskalieren. Die Polizei hat gesagt, wir sollen diesen Platz verlassen, aber das kriegen hier in dieser Menschenmenge gar nicht alle mit. Und wenn die Polizei hier räumen sollte, dann würde das auch heißen, dass sie also hier ziemlich in der Unterzahl ist, was wirklich für Probleme und Härte sprechen würde. Wir wollen hoffen, dass es nicht dazu kommt, denn bisher ist von Seiten der Demonstrationsteilnehmer wie gewohnt alles ruhig und gewaltlos friedlich. Der Sprecher der Polizei hat natürlich seine Nöte, das Ganze zu erklären hier. Das ist ja auch nicht so einfach, denn es ist ja irgendwie so ein bisschen wie zu DDR-Zeiten hier, dass das Brandenburger Tor geschlossen ist. Da zwischen den Häusern durch. Das ist nur 100 Meter in die Richtung, da ist die Rudolfstraße, da die Ehrenstraße. Da muss der Fahrzeugverkehr ja auch nach. Der darf auch nicht hier durchs Tor fahren. Von daher ist das der richtige Weg. Würden Sie vor der Kamera was sagen, weshalb diese Maßnahmen jetzt so getroffen sind? Ich sehe mich doch an die Pressestelle. An die Pressestelle. Ja, ich bin ja nicht von der Presse, ich bin mehr privat hier. Ja. Hier, der da drüben steht, der kann Ihnen das auch erläutern. Würde der das machen? Keine Ahnung. Ja. Dann müssen Sie ihn fragen. Dankeschön. Alles klar. Ich habe meine Kamera ausgemacht. Mit dem Schwimmer. Unter den Linden ist das hier. Sind doch schon ein paar Dutzend Leute hier. Jetzt sind wir vor der russischen Botschaft. Hier erneut die Forderung nach einem Friedensvertrag. Wir sind der Souverän! Alles klar!
Recht, Freiheit, Friedensvertrag. Wir sind der Souverän. Wir fordern einen Friedensvertrag. Jawohl. Wir fordern einen Friedensvertrag. Eine Leine mit Masken. So, nun will ich mal aus dem Trouble so ein bisschen raus. Und zwar zum Washingtonplatz. Da hat mir mein Freund Klaus gesagt, dass dort eine Kundgebung der AfD stattfindet mit ungefähr 70 Bundestagsabgeordneten. Wollen wir mal gucken, ob ich das finde. Berlin ist der reinste Ameisenhaufen heute. Unglaublich, sowas habe ich noch nicht erlebt. Hier ist auch noch ein kleiner Lindwurm an der Spree gegenüber vom Reichstag. Und ich bin jetzt umsonst gegangen. Ich muss jetzt wieder zurück zum Brandenburger Tor. Trifft man den einen oder anderen. Ich habe hier gerade Jens, einen Kumpel aus Grevesmühlen, getroffen. Und so sieht man sich hier zufällig mal. Und gleich will ich noch Klaus treffen. Das ist auch ein alter YouTube-Fan oder Facebook-Fan. Damals war ich ja noch bei Facebook. Und es freut einen doch, dass man alte Bekannte hier immer mal wieder sieht. Und Jens, du bist mit dem Fahrrad da. Nee, ich bin mit dem Auto da. Mit dem Auto, ist nur ein Leihfahrrad oder was? Alles klar. Machen wir hier mal Schluss. Jens will nämlich nicht unbedingt hier aufs Video. Bis gleich. Wir sind Dankeschön und auf Wiedersehen. Reicht, dass wir in der Farben alle bunter zu gehen. Lebe Hochmut, komm vor dem Fall. Hohe Geschwindigkeit ist, wünsch ich der Mensch auf den Knall. Verbessert uns aufs Leben, wird auf uns das Land zu treiben. Ich sag, wir sind gekommen, um zu bleiben. Gekommen, um zu bleiben, wir gehen nicht mehr weg. Wir! 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 Wir!
ist wieder offen. Die Polizei hatte versucht, es zu sperren. Die Absperrgitter sind von den Demonstranten weggeräumt worden und das Tor ist wieder offen und der Pariser Platz ist wieder frei. Die Demonstranten haben sich nicht teilen lassen. Das Auto habe ich nicht gefunden, das Auto ist wohl auch nicht da. Ach, das kommt nicht durch. Aber ich habe hier so ein paar AfD-Fahnen gesehen. Ja. Und da sagte man mir, der Klaus, der läuft hier irgendwo rum in der Deutschlandfahne. Ja. Und jetzt habe ich ihn gefunden. Schön. Ein alter Fan. Woran hast du mich erkannt? Gar nicht. Die haben mir gezeigt, da mit der Deutschlandfahne, da ist er. Und dann bin ich nach der Fahne gegangen. Ach. Und dann habe ich dich gefunden. Ja, mal eben ein Foto. Warte mal. Ja. Schön. Was sagst du zu dem heutigen Tag? Ja, ich staune, dass wir uns hier so zusammenfinden und vor allen Dingen, dass ich deutsche Fahnen sehe. Ja. Endlich mal deutsche Flaggen. Und natürlich freue ich mich, dass ich sehr viel Blau-Rot sehe. Das könnte AfD sein, ja? Ja, für aber die AfD. Aber also wir es halten ist uns aber politisch zurück jetzt. Ja, ist ratsam, weil hier ja auch verschiedenste Strömungen sind. Und was ich gesehen habe hier, also diese Kundgebung, die lief da 3 Stunden, glaube ich, oder läuft immer noch. Unmengen von Menschen. Und hier geht es ja, glaube ich, auch bald. Du kommst von der Siegessäule, ne? Ist da auch voll schon? Ja, auch. Was mich noch besonders erfreut hat, darf ich mal sagen, einer der höchsten deutschen Generäle AD
ich sage jetzt bewusst seinen Namen nicht, schämt sich nicht, mit uns hier loszugehen. Ja. Und ist auch in einem Bus mit vielleicht nur 30 Leuten. Ja. Ja, der schämt sich nicht und der ist auch in großer Sorge über unser Land. Ja, wir müssen hier alle ein bisschen mehr Zivilcourage zeigen, sonst wird sich hier nicht viel ändern, glaube ich. Eben hatten wir einen fast historischen Moment, würde ich sagen. Ja. Die Polizei hatte den Pariser Platz, wollte sie räumen, ja, und hat es fast geschafft. Das Brandenburger Tor war abgesperrt mit Absperrgittern. Ja. Wollten noch die letzten Leute rausholen aus dem Berliner Platz vor der amerikanischen Botschaft. Ja. Und in dem Moment machen die Leute auf dieser Seite das Tor auf. Ach. Und alles strömt rein auf den Berliner Platz. Ja. Und die Polizei zog sich zurück. Und das war so ungefähr wie die Grenzöffnung das 89. Ist, ja. Also fast in der Tat. Historisch sah das aus. Kann die Polizisten standen dann so betrepst da, so ein bisschen wie damals die Fobos an der Mauer, ne, ja, als die aufgingen. Also das war schon beeindruckend und wir wollen mal gucken, was jetzt noch passiert hier. Ja. Du willst sicherlich jetzt, ihr habt keine Kundgebung mehr. Aber das schaffen wir wohl nicht. Wir werden wahrscheinlich nicht durchkommen mit dem Lautsprecherwagen. Wir haben einen großen Wagen, da sind Plätze aufgebaut, dass man unsere Bundestagsabgeordneten sieht. Es sind also über 70% der Bundestagsabgeordneten von uns sind da. Also von der AfD. Ne? Ja. Aber der Wagen wird hier garantiert nicht durchkommen. Ich hörte, die sollen links sein. Und wo spielt sich jetzt die Rede ab? Hier oder? Also ich sehe mal hier Querdenken. Die haben hier die Bühne direkt vom Brandenburger Tor. Und da finden aber noch mehr Veranstaltungen statt. Also vor allen Dingen die Demos vor der amerikanischen und vor der russischen Botschaft. Die russische Botschaft ist hier noch 300 Meter weiter unter den Linden. Und da ist also ordentlich ein bisschen Trouble. Und wie es dann weitergeht, das wird sich wahrscheinlich hier alles fließend entwickeln. Ich bin erstaunt insofern, ich habe ja viele Jahre in Berlin gelebt, ich habe den Mauerfall miterlebt. Ja, ich weiß noch, da kam ein Anruf zu meiner Mutter, ich war in Essen, rief meine Frau, Klaus, die Mauer fällt. Ich bei einem bekannten Anruf, ich sage, meine Frau dreht durch, die hat Halluzinationen. Ja. Das war ein weltgeschichtliches Wunder, dass wir den Mauerfall erleben. Aber ich wollte es nicht glauben. Und jetzt steht man hier und ich bin immer fasziniert. Ah, ich glaube, da ruft jemand an. Ach, das ist meine... Da wird ihr staunen. Gucke mal, wer hier ist. Ist Dolores da? Ja. Hallo, Dolores. Ich habe deinen Mann gefunden. Ja, unter so vielen Menschen. Ich habe das... Ja, aber grob, ich sage am Brandenburger Tor, aber schau mal, wie das hier so ist. Das ist, als würde ich sagen, hey, du findest mich schon, ich bin eine Stecknadel im Heuhaufen. Immer also, dem Heuhaufen entlang, ja? Also ein paar Dutzend Leute sind hier schon. Ja, sind viele Leute. Ja. Ja, wie läuft's so? Ja, bis jetzt friedlich, ne, Schatz? Ich mach da mal Schluss, weil ich melde mich nachher nochmal. Schöne Grüße. Ich möchte mein Foto festhalten, ja? Was machen wir? Tschüss. Zu Ihnen gelotst. Man trifft hier immer wieder interessante Leute von der AfD, Herrn General AD Kundrak. Das freut mich sehr, weil ja hier alles so zu sehen ist. Das, was wir sehen, ich versuche meine Mitte immer wieder zu spüren. Dann gibt es eine rote Farbe, oben wird es noch fühlen. Diese Realität gleicht einem Klimastreifen. Weiter.
Polizei teilt mit, dass ab jetzt die Maskenpflicht hier gelten soll und die Abstandsregelungen eingehalten werden sollen. Dann müssen wir Berlin wahrscheinlich erweitern um einige Quadratkilometer, um hier die Abstandsregelungen durchsetzen zu können. Wir werden sehen, dass nach dieser Großdemonstration, wo überhaupt keine Abstandsregelungen gelten, überhaupt keine ansteigenden Infektionszahlen mehr zu verzeichnen sind. Das ist alles ein Fake. Und dann wollten sie die Leute hier rausdrängen, die Letzten. Und dann haben die Absperrgitter einfach weggenommen. Und dann war der Platz wieder voll. Und dann haben sie sich zurückgezogen. Ne? Das war die Maueröffnung 89. Klasse, ne? Ja, eine tolle Sache. Regierungsviertel werfen. Ich werde mich mal jetzt zum Reichstag begeben und mal gucken, ob da auch was los ist. Kindergarten hier. Kindergarten Antifa. Ramo, 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 Hare, Hare. We'll be right back.
Inzwischen sind schon ein paar mehr Kräfte hier in den Seitenstraßen zusammengezogen. Von der Polizei. Aber ich denke mal, da wird nicht viel zu machen sein. Ja, so ist das. So, und jetzt spielen wir ein bisschen Musik. Rüdiger! 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 Oh Mann, oh Mann. Sonst spielen wir noch auseinander. Das geht ja fast in den Tag. Also er nicht selber alleine. Möchten wir euch darum bitten, einen möglichst eng anliegenden Mund-Nasen-Schutz zu tragen und einen Mindestabstand von 1,5 Metern bzw. zwei Armlängen einzuhalten. Wir wollen zu Rewe was zum Essen und Trinken kaufen. Das wird schlecht. Da müsst ihr den ganz weit gehen. So, setzt euch doch irgendein Fummel jetzt auf, egal. Macht ein T-Shirt, das ist doch scheißegal. Guck mal, da steht die Police. Schaut jetzt sie an, da steht sie. Einfach gucken. Und sie ist, kann nicht selbst entscheiden, weil sie haben Drähte in den Ohren und darum kommen die Befehle. Klar? Und da oben ist der satanische Befehlshubschrauber. Stimmt's? So sieht es aus. Das ist nun mal leider so. Das ist ein Fakt. Und da ist auch ein Hund. Der Wurstverkauf läuft. Vorbei sein, ne? Alle auf Abstand von Meter und mehr. Nur noch mit Maske, das nervt so sehr. Keine Kontakte, ist wirklich schwer. Wenn scheiß Corona bloß nicht mehr wär. Kein Bock auf Corona. Na, 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 na. Und hier die nächste Schlange. Oh. Ja gut, wir haben ja Zeit. Sind und ausgetreten sind. Gerade wenn man sieht, wie hier der Berliner Senat entscheidet. Wir haben heute 10-mal mehr Geld, als es hier zu kaufen gibt. Das bedeutet, wir haben ein bisschen Hyperinflation bekommen. Und das ist der Hintergrund für diesen Wahnsinn, Covid-Wahnsinn. Und du hast jetzt gefragt, was hat das jetzt eigentlich die 99%-Bewegung so zu tun mit diesem Covid? Und ich kann euch eins sagen. Der Covid.
Oh! Oh. Wenn wir es nämlich hier schaffen, einen kleinen Korridor zu machen, dann können die von vorne zurückdrängen. Ja? Wenn wir nachdrängen, geht gar nichts. Ja, die Straße des 17. Juni ist überfüllt. Wir haben ihn von außen getroffen, von seinem Bruder. Und so sieht das hier auf den Nebenwegen in den Parkanlagen Tiergarten aus. Ich will mal versuchen, ob ich hier links runter zur Siegessäule komme. Denn vorne ist alles dicht. Aber auch hier im Tiergarten ist Demo angesagt. Irgendwas ist da los, aber ich weiß nicht was. Jetzt habe ich es geschafft an der Siegessäule. Guckt euch das an. Das ist der riesige Platz vor der Siegessäule. Contiamo sulla collaborazione di tutti.
cambiamo questo scenario, cambiamo la storia. Sei stato Da ist jemand kollabiert und ständig wird hier aufgefordert, den Abstand einzuhalten. Wie schön sich das verteilt hat. Ich würde jetzt auch vielleicht kurz, Ralf, kannst du mit der Polizei kurz ein Signal abholen, ob das so in Ordnung ist? Könntest du kurz mit der Polizei jetzt fragen, ist das so in Ordnung? Okay. Ja, genau, es kommt gleich noch Griechisch und Türkisch. Ihr seht, hinten am großen Stern ist noch Platz. Ja, ihr seht ja jetzt die Bilder auf der Leinwand. Auch in den Seitenstraßen ist noch Platz. Das heißt, die Menschen, die jetzt vom Brandenburger Tor kommen, bitte durchgehen und die Straßen füllen. Deshalb starten wir heute damit, uns eine eigene Verfassung zu geben, die diese Schwächen behebt und die Macht an uns, die Menschen, zurückgibt. Die Verfassung soll sich der Souverän geben und nicht Bundestag und Bundesrat. Back at home in the United States, the newspapers are saying that I came here today to speak to about 5,000 Nazis. Zu Hause in den Vereinigten Staaten behaupten die Zeitungen, ich wäre hierher gekommen, um mit 5,000 Nazis zu reden. And tomorrow, they're going to report that yes, I was here and I spoke to maybe 3,000 to 5,000 Nazis. Und morgen werden sie genau das berichten, dass ich zu etwa 83 bis 5,000 Nazis geredet haben werde. But I look at this crowd and I see the opposite of Nazism. Und wenn ich in die Menge schaue, sehe ich das Gegenteil von Nazis. I see people who love democracy. People who want open government. Menschen, die eine offene Regierung wollen. People who want leaders that are not going to lie to them. Yeah. Menschen, die viele Anführer haben wollen, von denen sie nicht belogen werden. People who want leaders who want arbitrary rules and regulations to orchestrate obedience of the population. Wir wollen keine Anführer, die wahllos irgendwelche Regelungen erlassen, um unsere Demut, um unsere Unterwürfigkeit zu erwirken. Yeah! We don't have financial entanglements with the pharmaceutical industry who are working for us and not big pharma. Wir wollen Anführer, die keine Verbindungen mit der Pharmaindustrie haben, die für uns arbeiten, nicht für die Pharma-Lobby. Wir wollen Politiker, die sich um die Gesundheit unserer Kinder kümmern und nicht um den Profit der Pharmalobby und ihren eigenen Profit. Yeah!
I see people of every color. I see people from every nation, every religion, all caring about human dignity, about children's health, about political freedom. This is the opposite of Nazism. Ich sehe Menschen aus allen Nationen, mit allen Hautfarben, von allen Religionen. Ich sehe Menschen, die sich um Menschlichkeit kümmern, die hier sind, wegen der Gesundheit ihrer Kinder und wegen Freiheit und Demokratie. Regierungen lieben Pandemien. They love pandemics for the same reason they love war. Und die lieben sie aus den gleichen Gründen, wie sie den Krieg lieben. Because it gives them the ability to impose controls on the population that the population would otherwise never accept. Weil es sie in die Lage versetzt, Kontrollmechanismen zu installieren, die wir sonst niemals akzeptieren würden. To create institutions and mechanisms for orchestrating and imposing obedience. Das sind Institutionen und Mechanismen, die unsere Unterwürfigkeit erfordern. Now I'll tell you something. It's a mystery to me. And all of these big important people like Bill Gates and Tony Fauci have been planning and thinking about this pandemic for decades. Planning it so that we would all be safe when the pandemic finally came. And yet, now that it's here, they don't seem to know what they're talking about. Und wir wissen mittlerweile, dass Leute wie Bill Gates und Anthony Fauci diese Pandemie seit Jahrzehnten geplant haben, die sie jetzt über uns gebracht haben. Und wir wissen inzwischen, dass sie nicht mal erklären können, was die Pandemie sein soll. They cannot tell you what the case fatality rate for COVID is. That's basic. They cannot give us a PCR test that actually works. They don't have. They have to change the definition of COVID on the death certificate constantly to make it look more and more dangerous. The one thing that they're good at is pumping up fear. Die denken sich alles nur auf. Sie erfinden Zahlen. Sie erfinden Zahlen zur Pandemie, damit wir in die Angst kommen. Sie erfinden diese Zahlen, die wir in der Zeitung lesen, im Fernsehen sehen. Und wenn wir die Zahlen sehen, bekommen wir einfach nur in die Angst. 75 years ago, Hermann Göring testified at the Nuremberg trials. And he was asked, how did you make the German people go along with all this? And he said, it's an easy thing. It's not anything to do with Nazism. It has to do with human nature. You can do this in a Nazi regime. You can do it in a socialist regime. You can do it in a communist regime. You can do it in a monarchy and a democracy. The only thing a government needs to make people into slaves is fear. And if you can figure out something to make them scared, you can get them to do anything that you want. Hermann Göring hat am Ende des Krieges gesagt, es hat nichts mit Nazitum zu tun, dass man die Menschen, er wurde gefragt, warum haben die Menschen das gemacht in Deutschland? Er hat gesagt, es hat mit Nazitum nichts zu tun. Das kann man im Sozialismus machen, im Kommunismus machen, in Monarchien machen, in Demokratien machen. Es ist die menschliche Natur. Wir müssen die Menschen nur in die Angst bringen und dann folgen sie uns. Ja, genau. Aber wie geht's? 50 years ago, my uncle John Kennedy came to this city. Vor 50 Jahren kam John F. Kennedy hier nach Berlin. He came here to Berlin because Berlin was the front line against global totalitarianism. Er kam nach Berlin, denn das war die Front gegen den Totalitarismus. And today again, Berlin is the front line against global totalitarianism. Und es ist heute ganz genauso. Berlin ist die Front gegen Totalitarismus. He proudly said to the people of Germany, "Ich bin ein Berliner." Und er hat stolz gesagt. And our children
is this crowd that has come to Berlin. Das Einzige zwischen denen und unseren Kindern ist diese Menge hier in Berlin. Thank you all very much for fighting. Und wir sagen euch, ihr ruft euch zu, ihr bekommt unsere Freiheit nicht, ihr bekommt unsere Kinder nicht und wir retten unsere Demokratie. Vielen, vielen Dank. Thank you, Stella, so much. Thank you. Und ich sind wieder auf der Bühne, das heißt, es ist ernst. Verteilt euch bitte auf die Straßen, die Polizei droht uns sonst an, aufzulösen. Bitte verteilt euch. Ich weiß, dass links auf der Seite noch Platz ist. Bitte tut das und helft uns alle mit, dass wir nicht die Bilder vom 1.8. wieder haben in Berlin, sondern verteilt euch weiträumig. Wir haben viel Platz. Das Problem ist nämlich, hast du es nicht gesehen? Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich. Die Presseabteilung des Ministeriums hat der Ministerrat beschlossen, dass bis zum Inkrafttreten einer entsprechende gesetzlichen Regeln durch die Volkskammer diese Übergangsregelung in Kraft gesetzt wird. Das war 89, der Moment, als die Mauer gefallen war. Das war geschichtsträchtig. Und dieser Mann, der die entscheidende Frage gestellt hat, ist heute hier. Der Mann war hier, der Mann war in Venezuela, als Chavez, der Putsch gegen Chavez war. Er wurde sogar mit eingesperrt, war 2 Tage in Todesangst. Das war geschichtsträchtig. Und heute wird es geschichtsträchtig, weil er bei uns auf der Bühne ist. Macht einen historischen Applaus. Mitstreiterinnen und Mitstreiter, in der Tat ist heute wieder ein historischer Moment. Wir stehen 30 Jahre später am gleichen Punkt und sind in Wahrheit keinen Schritt weiter. Wir müssen jetzt das vollenden, was 1989 stecken geblieben ist. Wir müssen jetzt sehen, dass wir den Friedensvertrag für Deutschland endlich verhandeln können. Und ich bitte Robert F. Kennedy, der eben hier gesprochen hat, diese Nachricht auch in die Vereinigten Staaten von Amerika weiterzutragen und Herrn Trump zu sagen, gebt uns diesen Friedensvertrag für Deutschland. Da hinten liegt das Kanzleramt, das Hexenhaus, alles abgesperrt hier. Da kommt man heute vermutlich überhaupt nicht mehr ran, ist alles dicht. Bestseller Nummer 1 ist, es wird auch jetzt auf Englisch auch übersetzt. Und wir haben es in mehreren Sprachen auch zum Download auf der Seite Ärzte für Aufklärung. We defend the Bill of Rights of the suffering people. Their health is under attack by an organized crime that used a novel flu-like virus to create massive panic. Meine lieben Mitbürger, wir müssen zur Kenntnis nehmen, es gibt organisiertes Verbrechen und es gibt es auch im Weltmaßstab. Wir haben eine Gleichschaltung in der ganzen Welt. Wir sehen es einfach, dass dieses Coronavirus nicht die Toten fordert. Zum Glück auch nicht diese Kranken in den Krankenhäusern da sind. Das sehen die Ärzte überall. Es ist eine Täuschung. Und in der Mitte steht was? Die
Wirtschaft. 2008 gab es schon den Crash. Nur dann dieses Antrags von der US-Armee selber kam. Das war ein inländischer Anschlag. Das ist alles bewiesen. Und wir müssen einfach nur die Fakten zur Kenntnis nehmen. 2001, there was this anthrax attack in September or in October. But this created a great panic, same like coronavirus now. Go back to the facts. And there was a company, Emergent Biosolutions, who have the only vaccine. And the same people, the same company, is now making a lot of money by selling European and German government more than 300 million doses of vaccination. We have a plan how to cope with this organized crime. We do not work for you. We do not work for the organized crime. We do not buy from the organized crime. We start up our own companies. And how we do this, how we finance this, with so-called we power. It's just one cent per day from everyone. Stunden-Syndrom, jetzt reicht's mir langsam. Die Revolution wird heute noch nicht ganz stattfinden, aber vielleicht hat das Ganze noch Folgen. Wir werden das sehen und in der Zukunft beobachten, wie sich die Lage entwickelt. Auf jeden Fall geht's jetzt wieder durchs freie Brandenburger Tor Richtung Heimat. Bis dann, liebe Freunde. Kontrollen. Ich glaube, da stand mindestens ein Dutzend Mitarbeiter der BVB, um die Maskenpflicht hier durchzusetzen. Man musste also seinen Test tatsächlich vorzeigen. Viele kamen hier aber dann an und setzten ihre Maske auf, aber nahmen sie gleich danach wieder ab.